Bei mir ist jetzt der Herr May, der ist Teamleiter für Produktionssystemplanung beim KIT. Und da habe ich gerade einen sehr spannenden Vortrag gehört im Bereich Software Defined Manufacturing. Und da ging es um die Wandlungsfähigkeit von Systemen, warum das sehr wichtig ist, und um eine Rezeptorentheorie. Was hat es denn damit auf sich? Wandlungsfähigkeit ist einer der Trendbegriffe dieser Zeit. Sie müssen Ihr System nicht nur flexibel reagieren können, sondern wirklich in der Lage sein, Veränderungen vorauszudenken und so auf alle möglichen Eventualitäten oder das, was erwartet werden kann, zu reagieren. Und eine sehr, sehr hilfreiche Möglichkeit dazu ist eben die Anwendung der Rezeptorentheorie. Das bedeutet, jegliche Änderungen, jegliche Situationen, alles, was von außen kommt, bilden Sie über diese Rezeptoren in die Fabrik ab. Das bedeutet, Sie sehen Rezeptoren, zum Beispiel die Stückzahl, die Qualität, Sie sehen Rezeptoren eben wie auch das Produkt. Und wenn ein neues Produkt kommt, wird eben über den Rezeptor Produkt in der Fabrik reagiert. Wenn Sie die Stückzahl ändern, geht es über den Rezeptor Stückzahl. Und wenn es Kombinationen davon gibt, weil eben ein neues Produkt eingeführt wird und die alte Stückzahl runtergefahren muss, die neue hochgefahren muss, dann gibt es eben eine Vielzahl dieser Rezeptoren, die in der Fabrik reagieren. Vielleicht noch so ein bisschen zum Verständnis, wie wird sowas dann softwaremäßig abgebildet oder wie darf man das sich im praktischen Vorgehen vorstellen? Was soll ein Automatisierer sich jetzt, der sich das denkt, das klingt spannend, wie soll er vorgehen, damit er das umsetzen kann? Nun, Sie müssen hier unterscheiden, erstmal auf der Ebene einer Maschine und eines Produktionssystems. Auf einer Ebene der Maschine müssen Sie eben, wenn Sie in der Position eines Automatisierers sind, sicherstellen, dass man später einen Korridor hat, später reagieren kann. Das heißt, nicht wieder ganz von Null anfängt, eben die Maschine zu initialisieren, nur weil man etwas verändert hat. Und auf der Ebene des Produktionssystems muss man eben vorausdenken, was es für Änderungen geben könnte, wie man darauf reagieren könnte und wie man eben vor Ort in der Fabrik möglicherweise Platz vorhält, möglicherweise Maschinen anschafft, die eben nicht nur ganz spezialisiert sind auf diesen einen Zweck, sondern auch in 5 Jahren nach dieser Änderung darauf reagieren könnte.